20 Uhr, liebe Leute, wir sind live. Ähm, und die Frage ist: Wo bin ich? Ich bin irgendwie weg. Ähm, ja, hm, ich muss mich jetzt erstmal suchen. Okay, das ist. Wer bin ich? Dann haben wir das schon mal geklärt. Ähm, ah ja, da bin ich. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, willkommen zu Astronomie am Freitag, der. Oder einer der ältesten äh, regelmäßigen Astronomieveranstaltungen, die es in Deutschland gibt. Ähm, wie ich gerade erfahren habe, äh, seit über einem halben Jahrhundert sind wir äh, mit dieser Freitagsveranstaltung am Start, also seit den 1960er Jahren. Ähm, wir sind der physikalische Verein und wir haben heute für Sie ein wieder mal sehr schönes Thema kreiert. Und zwar atomare kosmische Einschläge mit Bruno Deis. Hm. Das klingt äh, irgendwie sehr aggro. Also der Titel ist so sehr, sehr martialisch. Sie kennen ja Bruno Deis wahrscheinlich, äh, der hat ja hier schon sehr oft äh, Vorträge gehalten als einen friedlichen, netten, freundlichen Menschen. Aber heute, so nach dem Vortrag, klingt es eher, als wird er irgendwie vom Weltraum aus irgendwas oder irgendwen mit Kernwaffen bombardieren. Nein, der Titel ist natürlich Clickbait, der soll so ein bisschen äh, anteasern. Ähm, es geht. Äh, um eine besondere Art von äh, kosmischen Strahlen, von kosmischen Teilchen, dies aber in sich haben. Und das werden Sie gleich erfahren, wenn ich ähm, mein Lieblingsspiel wieder mache, das da heißt, hallo liebes Team im Hörsaal, hört ihr mich? <laughs> hallo lieber Hörsaal, hört ihr mich? Ähm, bis jetzt höre ich noch nichts. Ähm, ähm, Bruno, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich wunderbar. Ah, perfekt, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, schieß los. Ich wünsche dir viel Vergnügen und Ihnen allen gute Einsichten. Herren, herzlich willkommen im physikalischen Verein und beim physikalischen Verein. Auch die Tür zumachen. Atomare kosmische Einschläge. Martialischer geht's kaum. Wie immer ist der Titel ein Werbeblock der nur einen Zweck hat, sie hierher zu locken. Das ist gelungen. Um was geht es? Wer es nicht wusste, konnte ja gleich mal bei Google einfach atomare kosmische Einschläge eingeben. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwelche Angriffe von Außerirdischen äh, angezeigt werden, was auch immer. Immerhin, Google ist so intelligent, die künstliche Intelligenz, dass sie unseren Vortrag sofort vorne an erster Stelle setzt. Das ist schon mal gut. Und dann kommen weitere Sachen, über die ich heute nicht berichten werde, nämlich über Einschläge von Asteroiden, von Meteoriten, äh, von, von, äh, von Kometen und diese Dinge. Alles, was auch kosmische Einschläge sind und die uns auch bedrohen könnten, darüber werde ich nicht sprechen. Entsprechend habe ich mal geguckt, was ist denn eigentlich, wenn ich die englischen Begriffe eingebe? Also ähm, Atomic Cosmic Impacts. Und da ist offenbar die künstliche Intelligenz im angelsächsischen etwas besser. Da hinten kommen jetzt auch diese ganzen anderen kosmischen Einschläge, aber ganz vorne, ganz vorne kommt, naja, etwas über Cosmic Rays. Und genau darum geht es nämlich, über kosmische Strahlung und nicht über sonstige kosmische Einschläge. Das heißt, der, der Titel hätte eigentlich heißen müssen, kosmische Strahlung, ein Fenster in das Universum hochenergetischer Prozesse. Gen. Langweile. Da wäre hier nur die Hälfte im Saal. Ein schlichter Vierzeiler. Also, das war die ganze Absicht. Jetzt wissen Sie, um was es geht: um kosmische Strahlung. Um nicht mehr und nicht weniger. So, um den Spannungsbogen doch wieder etwas in die Höhe zu treiben, jetzt, nachdem ich hier so einen Downer gelandet habe, halten Sie mal Ihre Hand hin und zählen Sie 21. In diesem Moment sind 1 bis 10 hochenergetische Partikel hoffentlich durch ihre Hand durchgegangen und nicht stecken geblieben. Denn wenn sie stecken bleibt, bleibt immer mal was stecken. Das wissen die Tiermediziner und die Mediziner im Raum. Dann gibt es äh, Erbschäden. Hm, will man das? Nicht wirklich. Und wenn sie die Hand nicht ausstrecken, passiert es trotzdem. Das ist die schlechte Botschaft des heutigen Abends. Aber die gute ist, wir haben einen Wahnsinns-Reparaturmechanismus, der ziemlich lange hält. Hoffentlich ziemlich lange. Ja. Okay. Also sichtbar machen kann man das. Wir haben kein Gefühl dafür, wenn wir die Hand ausstrecken oder nicht ausstrecken, ist vollkommen wurscht. Wir merken es nicht. Das geht durch den Kopf durch. Überall geht es durch. Aber man kann es mit solchen kontinuierlichen Nebelkammern beispielsweise sichtbar machen, wie Sie es ab und zu mal in Science Centern oder sowas sehen. Das ist hier einfach so eine viergige Platte, so einen halben Meter mal einen halben Meter. Da hat man so eine, so eine gesättigte äh, äh, Alkoholatmosphäre, und wenn die Teilchen einschlagen, dann gibt es so eine Ionisationsspur, und man sieht sozusagen plötzlich die Wirkung von dieser kosmischen Strahlung. Und rechts sieht man also, wie so kleine Nebelschwaden da entstehen und dann wieder vergehen. Und man sieht aber auch, das Ding steht ja in einem Haus. Beton oder irgend so etwas geht trotzdem durch. Also das, die kosmische Strahlung geht hier auch hier durch, durch diesen Hörsaal, durch uns hindurch. Da nutzt es nichts, dass wir jetzt hier noch zwei Etagen über uns haben. Also das muss irgendetwas sein, was ziemlich durchdringend im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und äh, erstmals festgestellt, dass es da sowas gibt, hat also hier Viktor Hess im August 1912. Vorher gab es schon Vorläufe, aber hat es dann wirklich nachgewiesen dass das nichts ist, was aus dem Erdboden kommt, wie man hätte vielleicht denken können. Radioaktivität wurde ja damals auch gerade so entdeckt. Also, dass es radioaktive Stoffe gibt, die auch nicht ganz so gesund sind. Victor Hess hat gezeigt, wenn man mit einem Ballon hochsteigt, hier unten ist die Altitude, also die Höhe angegeben, vier, sechs Kilometer. Da sind die damals einfach mit ein paar Lodenmäntel und Hut und Handschuhe einfach da hochgestiegen. Ja, ähm, teilweise bis neun Kilometer Höhe hat er festgestellt, dass die Luft Ionisation, die Luft ist auch am Erdboden ionisiert, immer ganz schwach ionisiert, das kann man messen, dass diese Ionisation, diese elektrische Aufladung in der Höhe noch zunimmt. Wenn es aus dem Erdboden käme, müsste sie abnehmen, nimmt aber in der, in der Höhe zu. Und jeder, der ähm, einen ins Flugzeug steigt, der kriegt was ab. Jeder Flug führt zu einem gewissen Alterungsprozess, um es mal so zu sagen. Also nicht nur einen ökologischen Fingerabdruck, sondern auch einen biologischen. Der findet in Ihrem eigenen Körper statt. Jeder Flug einmal malle und zurück. Da haben Sie ein paar Monate Lebenszeit vielleicht schon wieder draufgesetzt. Okay. Also Sie merken schon, in welche Richtung dieser Vortrag geht. Ein bisschen Dramatik muss ich ja jetzt hier schon bringen. Ne? Nachdem ich jetzt diesen Anfangstitel so runtergekocht hatte, äh, muss ich ja jetzt hier noch ein bisschen Gas geben. Okay. Die Anfangsmeinung war, was da von oben runterkommt, ist irgendetwas, was man sowieso schon kennt. Denn wenn Sie sich mal überlegen, 1895, also ein paar Jahre vor Viktor Hester hochgestiegen ist, 10, 15 Jahre vorher, wurde gerade die Röntgenstrahlung entdeckt in Würzburg. ja, Von Röntgen. Das heißt, Strahlung, die auch durchdringend ist. Und jetzt war es naheliegend, da gibt es etwas, was noch durchdrängender ist. Heute wissen wir, das gibt es wirklich, das ist die Gammastrahlung. Und man war der Meinung, und wir haben auch heute ganz viele Teleskope, die das beobachten können, mit denen man das beobachten kann, kann. man dachte, das sei jetzt kosmische Gammastrahlung. Die gibt es auch. Das ist ein anderer Vortrag. Und kommt heute nur am Rande vor. Und äh, tatsächlich wollten diese beiden Herren hier, Kohlhörster und Boote wollten nachweisen, dass es Gammastrahlung ist. Und haben so Geiger-Müller-Zähler, äh, Geiger -Müller die damals auch neu entwickelt wurden, zwei Stück aufgebaut, zwischendrin äh, quasi versucht, das abzuschirmen. Und haben aber festgestellt, egal wie es ist, die Gammastrahlung wäre in dem einen erschienen, in dem anderen aber nicht mehr. Aber das, was da ankam, ist durch beide durchgegangen. Abschirmung war nicht möglich. Das heißt, es muss etwas sein, was wirklich Partikelstrahlung ist, also Gammastrahlung war es nicht. Und später hat man noch festgestellt, dass es noch geladene Teilchen sind und so weiter. Ich will gar nicht in die Historie eingehen. So, aber welche Teilchen sind das eigentlich, die von da oben runterprasseln und hier durch unseren Körper einfach so durchgehen wie durch äh, heiße Butter? Und aus welch, äh, welchen Geschwindigkeiten haben die? Offenbar ziemlich hohe. Und aus welchen Richtungen kommen die eigentlich? Und aus welchen Quellen aus dem Kosmos? Okay, jetzt zeige ich einen Haufen Diagramme. Und da ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, muss man ganz langsam anfangen. Also man hat hier so eine Fläche und aus allen möglichen Richtungen kommt jetzt diese Strahlung, diese Partikel, diese Teilchen einfach an. Kleine Pfeile heißt ein bisschen langsamer, große Pfeile heißt ein bisschen schneller. Und man sieht schon, ich habe es mal versucht, hier so bildlich darzustellen: die kleinen Pfeile, also wie auf der Autobahn. Ne, die gibt ganz viele Langsame und ganz wenige, die ganz schnell sind. Also hoffentlich. Ne? Und äh, das genau ist hier dargestellt. Unten ist die Energie aufgetragen. Links wenig Energie, also langsam in Anführungszeichen. Rechts hohe Energie, hohes Tempo. Und hier ist jetzt einfach, wie viel gibt es von der Sorte? Offenbar gibt es von den langsamen ganz viel. Und von den schnellen gibt es ganz wenig. Und jetzt stehen hier so Zahlen da unten dran mit 10 hoch 9 und 10 hoch 11 und so weiter. Und hier stehen auch so irgendwelche äh, 10 hoch Zahlen. Hier oben habe ich es mal anders dargestellt, um klarzumachen, was so ein Schritt bedeutet. So ein kleiner Schritt ist jeweils ein Faktor 1000. Das heißt, von hier, die oberen, die Teilchen sind 1000 mal mehr als die da. Die sind wiederum 1000 mal mehr als die, oder man könnte auch sagen, die sind 1000 mal weniger. Die sind 1000 mal weniger, 1000 mal weniger, 1000 mal weniger. Das heißt, hier unten, die sind Billionen mal weniger als die da oben, oder andersrum gesprochen, die da oben sind Billionen mal mehr als die da unten. Und hier unten stehen die Energien in irgendwelchen Einheiten. Ich hätte auch dahin schreiben können, die Energieeinheit, die Sie kennen, ist was? Wer kennt denn Schul? Sie kennen die Kilowattstunde, weil dafür müssen Sie blechen. Kilowattstunde in Ihrem Keller oder wo auch immer zählt der Zähler die Kilowattstunden. Hätte ich jetzt da unten hinschreiben können, macht kein Mensch, weil das sind Einheiten, die wird man nicht verstehen. Stattdessen rechnet man in so atomaren Energieeinheiten, das sind Elektronenvolt. Kann man umrechnen, Dr. Google weiß Bescheid, können Sie umrechnen, kommen irgendwelche Kommazahlen raus. Ist aber egal, letztendlich ist links wenig und rechts viel. Ob ich da jetzt Kilowattstunden hinschreibe oder, e oder Elektronenvolt, ist auch egal. Ja? Ich zeige aber trotzdem nochmal, dass man so ein bisschen vielleicht ein Gefühl hat. Naja, Gefühl und Physik schließt sich ja eigentlich aus. Was soll eigentlich diese Angabe Fluss? Fluss. Man hat hier so ein Quadratmeter beispielsweise, Detektorfläche und misst jetzt, wie viel aus allen möglichen Richtungen pro Sekunde pro Energieeinheit da durchgeht. Das ist diese Einheit. Also Anzahl Teilchen pro Fläche, pro Quadratmeter pro Sekunde. Pro Raumwinkel, also pro Richtung, pro Energieeinheit. Das ist diese seltsame Größe, die hier so steht. Ja. Okay. Vergleichen wir das mal. Sie kennen die Formel E gleich M mal C Quadrat. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Formel der Menschheit. Heißt einfach nur, Masse und Energie ist dasselbe, von Albert Einstein hergeleitet. Oder entdeckt, je nachdem, wie man zur Physik stehen will, philosophisch. Masse und Energie sind dasselbe. Und ein Proton, das ist so ein Kernbauteil des Wasserstoffatoms, das ist der Atomkern als Wasserstoffatoms. Wenn ich das komplett auflösen würde in reinste Energie, in reinste Energie auflösen würde, sozusagen die Atom atomare Energie dieses Protons, dann käme gerade 10 hoch 9 Elektronenvolt raus. Das ist das, was hier ganz links steht. Man könnte auch sagen, ein Giga-Elektronenvolt. Sie kennen Gigabyte von ihren Festplatten. Na, heute haben Sie Terabyte schon. Giga heißt einfach Milliarde. Und 10 hoch 9 heißt auch eine Milliarde. So, das hier entspricht also der Energie der Masse eines Protons. Aber was ja hier aufgetragen ist, ist ja die Bewegungsenergie. Das heißt, diese Teilchen, alle, die hier rechts davon sind, haben also Energien, sehr viel höher in ihrer Bewegung als ihrer eigenen Masse entspricht. Mit anderen Worten, die sind hochrelativistisch. Die haben also mehr Bewegungsenergie als ihre atomaren Energie entspricht. Und zwar wie viel? Jetzt stehen hier wieder so 10 hoch 9, 10 hoch 11, 10 hoch 13. Wer sich mit der Potenzrechnung auskennt, da oben steht immer 2 mehr, 2 mehr, 2 mehr. Aber wenn oben 2 mehr ist, heißt das nur mal 10 mal 10, also mal 100. Jeder Schritt ist also mal 100. Die hier haben also schon hundertmal mehr Bewegungsenergie als ihrer eigenen Masse entspricht, die nochmal mal hundert, nochmal mal hundert, nochmal mal hundert, nochmal mal hundert noch mal mal noch mal mal noch mal mal und nochmal mal hundert. Mal Sie kennen vielleicht den Teilchenbeschleuniger in CERN, Schweiz, französische Ecke da unten am Genfer See. Ein Teilchenbeschleuniger, der atomare Partikel auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringt und der da muss man jetzt gucken, ob man die Ruheenergie hat oder welche auch immer. Äquivalent schafft etwa diese Energie. Also immerhin. Aber was aus dem Kosmos kommt, ist nochmal mindestens mal 100 und nochmal mal 50, vielleicht nochmal mehr. Also sieht man schon, uiuiui, da gibt es irgendwelche Prozesse da draußen, die also unvorstellbare und für die Menschheit wahrscheinlich niemals realisierbare Energien produziert. Nochmal jetzt, um das mal, ich erlaube mir sogar eine Formel zu bringen, insbesondere hier für den Gamma-Faktor-Spezialisten, ähm, der hier im Publikum sitzt und darüber sogar singt. Nämlich die Energie, laut Einstein, ist eben nicht einfach nur m mal c Quadrat, sondern die Ruhemasse, aber geteilt durch diesen komischen Faktor hier unten, und den kann man, diesen Wurzelfaktor, den schreibt man auch Gamma. Deswegen ist das der Gamma-Faktor. Also nochmal, die unterschiedliche Geschwindigkeit. Ein Teilchen, was in Ruhe ist, hat ja gerade seine normale, quasi die atomare Energie, so nenne ich es einfach mal, einfach nur die Ruhemasse. Sobald es aber in Bewegung setzt und irgendwann mal in Richtung Lichtgeschwindigkeit geht, wird seine Energie ein Vielfaches seiner Ruhemasse, seiner Ruheenergie. Beispielsweise den Faktor 10 oder 100 oder 1000 oder eine Million mal mehr Ruhe. Ich gehe nochmal gerade zurück. Das war ja schon die Ruheenergie. Mal 100, mal 100, mal 100, mal 100, mal 100 mal 100. Um also dahin zu kommen, damit ich hier oben 100 mal 100 mal 100 mal 100, mal 100 erreiche. Sie sehen hier schon, ich bin hier gerade erstmal bei der 10 angelangt und bin schon knapp an der Lichtgeschwindigkeit. Diese Teilchen sind also so nah an der Lichtgeschwindigkeit, dass man 0,99999999, oh, dauert noch eine Weile, an der Lichtgeschwindigkeit. Sie haben eigentlich sozusagen alle Lichtgeschwindigkeit. So schnell sind, halten Sie nochmal die Hand hin und spüren Sie es nochmal. Hm. Wird heiß, ne? Also, nahezu Lichtgeschwindigkeit. Sausen Sie das Universum. Die hier oben, die allermeisten, ich rede jetzt mal nur von der oberen Atmosphäre, das ist nochmal später relevant, also die auf die Erde einprasseln, das sind einige tausend pro Quadratmeter pro Sekunde. Also, so ein Quadratmeter einfach mal nehmen, kommt oben an, einige Tausend pro Sekunde. Wenn man so redet, sind ein paar Tausend von diesen Teilchen, prasselt also permanent auf die Atmosphäre. Wird auch immer diskutiert, ob es eigentlich klimarelevant ist, weil die ja die Atmosphäre oben ionisieren. Das, daran kondensieren dann die Wassertröpfchen oder die Eiströpfchen und so weiter. Also das hat schon das auch seine Bedeutung als Ionisationskeime. Völlig anderer Vortrag. Hier unten, um die zu messen, ein Teilchen pro Quadratkilometer pro Jahrhundert. Da sieht man einfach mal, wie groß eigentlich dieser Unterschied zwischen hier oben und da unten ist, in so einem Diagramm. Wie wenig das hier ist, weil es geht ja hier Faktor 1000 immer 1000, 1000 runter. Ja, da unten kommt noch pro Quadratkilometer, müssen Sie einen, einen Detektor haben, der ein Quadratkilometer groß ist. Und Jahrhundert warten, und dann haben Sie ein Teilchen. Wie kann man da überhaupt was messen? Wie können wir da sicher sein, dass es die da unten gibt? Naja, man muss halt einen Detektor bauen, der halt einfach ein paar tausend Quadratkilometer groß ist. Hm. Geht das? Ein paar tausend Quadratkilometer großen Detektor? Damit man überhaupt irgendwas misst? Wir können es, wir machen es. Geht. Steht in Argentinien, beispielsweise. Komme ich später dazu. Aus was besteht denn dieses Zeug? 99 Prozent sind Atomkerne, positiv geladene Atomkerne. Ein Prozent sind Elektronen und weniger als ein Promille, also ein Tausendstel noch weniger, ist tatsächlich Antimaterie. Also das sind die, 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 die positiv geladenen Elektronen oder die Antiprotonen. Ähm, über die rede ich heute gar nicht. Überhaupt in der Vorbereitung meines Vortrags habe ich festgestellt, dass ich eigentlich bei jeder dritten Folie sagen müsste, das führt zu weit. Es ist leider so, das Thema ist, äh, ja, Eine ganze Vorlesungen kann man darüber halten. Und heute muss ich hier nur die, die Kernbotschaften, die Atomkernbotschaften loswerden. 99% Atomkerne, davon sind, ich erläutere gleich noch, was das alles soll: Protonen, 89, das sind sozusagen einfach Wasserstoffatomkerne. Wasserstoff das ist das leichteste Atom, was wir kennen. Helium ist das nächst schwerere Atom, davon sind 10%. Prozent. Und der gesamte Rest der Chemie, die Sie sonst kennen, Calcium, Kalium, Phosphor, nennen Sie irgendetwas, sind in Summe weniger als ein Prozent. Das heißt, im Wesentlichen kommt da, kommt da Wasserstoff und Helium an und der Rest ist total wenig. Also nochmal, wie sieht eigentlich so ein, ein normales Atom aus, aus dem Sie ja auch bestehen und ich? Wir sind ja alle elektrisch nicht geladen, sonst wären wir total attraktiv. Ich meine, attraktiv sind wir natürlich alle, aber nicht elektrisch. Ähm, Wasserstoffatom ist einfach nur ein positiv geladener Atomkern. Das ist genau dieses ominöse Proton hier unten, P plus mal gezeichnet. Und damit es neutral ist, wird es einfach hier von einem Elektron umschwirrt, nicht in der Kreisbahn. Das ist hier so eine naive Darstellung, soll aber mal genügen. In Summe von außen null elektrisch geladen. Helium, das nächst schwerere, hat schon gleich, also das Helium-4, hat schon gleich vier äh, Kernbausteine. Davon sind zwei allerdings neutral, deswegen heißt es auch Neutron. Und zwei sind positiv geladen, also zwei Protonen. Das Ganze ist also offenbar ein Atomkern, der zwei positive Ladungen hat. Also um das, oh, ich habe mich gerade verzählt. Ah, da draußen sind ja vier noch. Entschuldigung. Das Ding ist ja hier ein negatives Ion. Das repariere ich jetzt nicht. Das wäre also jetzt die Transferleistung, die Sie bringen müssen, dass Sie hier die zwei hier außen abschieben, äh, wegtun. Hier draußen sind natürlich nur zwei Elektronen. Sorry, da habe ich mich vertan. Wo kommt's? No? Die Elektronen sind negativ geladen. Ja? Also wie gesagt, hier rechts, das Bild ist falsch. Bitte korrigieren, geistig. Jetzt habe ich gesagt, da kommen nur die Atomkerne an. Das hört sich jetzt sehr exotisch an. Ja, wie kriegt alle Atome sind also haben ihre Elektronen los sind ihre Elektronen losgeworden. Das hört sich total exotisch an. Das ist jetzt gar nicht so exotisch. Das nennt man Plasma, wenn ein Gas so ist, beispielsweise einfach genügend heiß ist, damit die internen atomaren Stöße so heftig sind, dass die Elektronen von ihren Atomkernen gerupft werden. Dann sind die Elektronen und die Atomkerne einfach frei. Ja? Und das findet man beispielsweise in der Sonne. Und die ist jetzt nicht ganz so exotisch. Da sind es außen gerade bis 6000 Grad, das ist schon ziemlich viel. Innen wird es dann auch mal 15 Millionen. Aber das ist immer alles noch lachhaft. Ja, ich lache schon. Ähm, also, das heißt, da sind hier die Ionen, so nennt man dann diese Atomkerne, und die Elektronen sind alle frei. Ähm, das passiert, wie gesagt, schon bei einigermaßen hohen Temperaturen. Was dabei ankommt, was nahezu Lichtgeschwindigkeit hat, da ist der Begriff der Temperatur völlig sinnlos. Das sind relativistische Teilchen, da ist der Begriff der Temperatur, macht aber keinen Sinn mehr, das hat mit Thermik gar nichts mehr zu tun. Da sind irgendwelche anderen Beschleunigungsprozesse am Werk da draußen im Universum. Welche anderen Atomkerne gibt es denn eigentlich? Das haben Sie vielleicht in Erinnerung oder vielleicht auch sonst überhaupt nicht schon mal gesehen, das Periodensystem der Elemente. Hier stehen lauter komische Buchstaben, H wie Wasserstoff, also Hydrogenium. Helium, das habe ich eben gesagt, das ist das Allerleichteste. Helium ist das mit den vier Kernbauteilchen. Dann kommt Lithium, Beryllium, Bohr, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, äh, Fluor, Neon, bla 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 bla, irgendwo da unten ist Blei. Und dann kommt irgendwo Uran noch und so weiter. Alles, was wäre das Periodensystem der Elemente. Ähm, hier unten ist man bei 118. Ups, na, eins weiter. Ähm, okay. Was ankommt, habe ich gesagt, ist im Wesentlichen nur Wasserstoff, Helium und von dem ganzen anderen Rest, gerade mal so 1, irgendwas Prozent, klingt irgendwie exotisch. Warum, warum fühlt sich das für uns exotisch an? Naja, weil wir hier auf unserer Erde meinen, der Normalzustand im Universum wäre hier festes Material, so wie wir sind und so weiter. Das können Sie vergessen. Das Universum besteht im Wesentlichen nur aus Wasserstoff und Helium. Und zu ganz geringen Anteilen aus dem, aus dem wir sind. Unser Planet ist eine komplette Ausnahme. Das, ist, also das heißt eine Ausnahme im Sinne von chemischer Mittelwert. Gesteinsplaneten holen aus dem, aus dem gesamten Gemisch aus dem Universum durch ihren Entstehungsprozess einfach nur die festen Stoffe raus. Dadurch bilden sich diese Gesteinsplaneten und da kann sich ein Wasserozean bilden und kann sich Leben entwickeln und das Ganze. Aber eigentlich aufs Ganze bezogen, auf dem so ganzen Universum, sind diese Feststoffklümpchen, unser Planet ist so ein Feststoffkörper, verschwindend. Aufs Ganze bezogen sind alle Sterne im Wesentlichen nur Wasserstoff und Helium. Und nur ganz wenig von dem ganzen anderen Rest, den man hier eigentlich sieht. Ja? Heißt, erstmal auf die zwei rechten Bildchen gucken. Das ist unser Sonnensystem, die Sonne in der Mitte. Im Wesentlichen besteht die Sonne nur aus Wasserstoff und Helium, genauso wie das eigentlich üblich ist im Universum, umschwirrt von Planeten, die für uns natürlich ganz wichtig sind. Aber wenn es um die Kilogramm geht, verschwindend gering. Und wenn man das alles mal in eine Summe bringt, diese Häufigkeiten von den chemischen Elementen, dann merkt man, unser Sonnensystem im Mittel hat dieselbe Zusammensetzung wie alle interstellaren Wolken da draußen aus. Auch diese ganzen interstellaren Wolken, die Sie hier ganz tolle Bilder immer sehen, bestehen aus was? Wasserstoff, 70 Prozent, 28 Prozent Helium und 1,2 Prozent der ganze andere Rest. Das heißt, unser Sonnensystem ist eigentlich auch wieder normal, nur dort sind halt die chemischen Elemente so ein bisschen sortiert. In die Gesteinsplaneten und in die Sonne mit dem ganzen anderen Rest und so weiter. Hier ist es jetzt mal, dieses hier, sortiert in die Häufigkeiten. Da sehen Sie hier vorne wieder das H und das Helium und das Lithium, genau die Reihenfolge jetzt, die hier genauso dargestellt ist. Aber die Reihenfolge nach. Und hier sind wieder die Häufigkeiten. Da sieht man schon, Helium und äh, Wasserstoff und Helium sind allermeisten und die anderen gehen hier sind weniger. Und wenn Sie jetzt wieder da vorne mal gucken, hier steht Logarithmus oder sowas, ich sage Ihnen einfach nur, jede Stufe, jede Zahl runter ist ein Faktor 10 weniger. Also beispielsweise hier unten Beryllium ist, das ist hier bei der Null irgendwo, und da oben steht 10 hoch 10. Das heißt, Helium, äh, Quatsch, äh, Helium, ja, Helium-Wasserstoff ist ungefähr eine, etwa 10 Milliarden Mal häufiger als Beryllium. Der ganze andere Rest hier unten, das ist genau das, wenn Sie genau auf die Zahlen gucken, eigentlich nur noch ein Prozent von den zwei da oben. Das ist die Hauptsache. Und die sind zwar da, aber verschwindend gering, bezogen auf interstellare... Gase oder auf unser Sonnensystem. Man spricht halt eben so gesagt von der solaren Häufigkeit im Universum. Solar denkt man, das bezieht sich auf die Sonne. Nein, das bezieht sich auf unser ganzes Sonnensystem und kann auch durchaus kosmische Häufigkeiten nennen. Das bezieht sich einfach auf alle, alle interstellaren Wolken. Das heißt, was ist die Botschaft? Das, was da oben auf uns niederprasselt mit, Über mit, mit, nicht Über mit Lichtgeschwindigkeit, was exotisch ist, aber von seiner Zusammensetzung her, im wesentlichen Wasserstoff, im wesentlichen Helium und nur ganz wenig der ganze Rest, das ist eigentlich normal. Und die Botschaft lautet dann, aha, es muss im Universum irgendwo Prozesse geben, die die normale Suppe, die da vorhanden ist, extrem beschleunigt. Nicht einzelne spezielle Teilchen, sondern einfach nur nimm das ganze Paket so, wie es ist, so eine interstellare Wolke und hau rein. Beschleunige die. So ungefähr. Mit dem Wasserstoff und Helium, da sieht man schon, also das, ich habe ja gerade gesagt, das eine, ich gehen wir mal gerade zurück. Äh, hier oben 89 und, und 10%. Das stimmt nicht ganz. Das sind 70 und 28. Das ist jetzt immer noch aktuelle Forschung, warum Helium und Wasserstoff nicht ganz so gut beschleunigt wird, Aber so im Wesentlichen ist das genau das. Nimm das normale Substrat was man im Universum findet, in der Milchstraße, und beschleunige die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Wo kann es das geben? Wie kann es das ge geben? Jetzt gucken Sie nochmal auf diese Kurve. Da gibt es so eine Zickzack-Linie. Warum ist das so Zickzack? Wenn man sich dann genau ein bisschen, äh, sich anguckt, C und O sind immer oben, N ist unten. Wer sich ein bisschen mit so Kernchemie auskennt, weiß einfach, dass Kohlenstoff aus zwölf... Kernbauteilen besteht, Sauerstoff aus 16, Stickstoff aus 15, und dann merkt man schon, immer die Ungraden sind unten und die Graden sind oben. Das hat was mit chemischen Bindungen, also mit, mit Kernbindungen zu tun. Die geraden Anzahlen sind energetisch günstiger, die sind leichter herzustellen sozusagen im Universum. Aber was auch auffällt, ist beispielsweise diese Einsenkung hier vorne. Das ist irgendwie seltsam. Und auch die hier. Jetzt vergleichen wir mal diese Häufigkeiten mit denen von einer kosmischen Strahlung. Und das war genau das, was ich sagte. Im Wesentlichen ist das eigentlich gleich. Allerdings hier gibt es eine Ausnahme und hier gibt es eine Ausnahme. Nochmal, diese bläulichen hier sind jetzt die von eben. Ja? Und die schwarzen, das ist die kosmische Strahlung. So ganz grob machen die das genau nach. Das heißt, die Botschaft heißt erstmal ähnliche Häufigkeit. Die kosmische Strahlung ist einfach nur ein extrem beschleunigtes, normales Gas von da draußen. Was erklärt werden muss, ist, warum gibt es eigentlich hier von dem Beryllium und Bohr und Lithium, von diesen leichten chemischen Elementen, zwischen Helium und Kohlenstoff, warum gibt es da sehr viel mehr als in, uns, in unserem Sonnensystem oder überhaupt im Rest des, unseres, unserer Milchstraße? Warum ist das so? Und hier ist das genauso. Ich hatte ja gesagt, diese Teilchen sausen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Irgendwie werden die auf diese enorme Geschwindigkeit beschleunigt. Jetzt wissen Sie, dass wir mit unserem Sonnensystem Teil einer größeren Sterneninsel sind, einer Galaxis, und die nennen wir die Milchstraße oder auch die Galaxis. Und da sind 200, 300 andere Sonnen drin, auch mit Planeten höchstwahrscheinlich, ist ein anderes Thema. Dann gibt es noch dunkle Materie, auf das ich gar nicht eingehen will. Trotzdem, die trägt zur Masse bei, sodass man sagen kann, die Milchstraße hat eine Masse, nicht Anzahl von Sternen, sondern eine Masse von etwa einer Billion Sonnenmassen. Plus, Minus, immer großzügig. Wie auch immer, sie produziert Eigenschwerkraft und hält den ganzen Laden zusammen. Okay? Der Durchmesser ist unvorstellbare 100.000 Lichtjahre. 100.000 Lichtjahre, das ist viel. Wenn man überlegen würde, man würde auf einer Seite wohnen und würde anrufen zu einem Außerirdischen, der auf der anderen Seite lebt. Und der ist natürlich höflich, dieser, dieses Wesen. Der antwortet sofort. Dann kommt die Antwort nach 200.000 Jahren an. Okay. Ist anstrengend. Oder was auch nicht. Aber was heißt das jetzt für diese kosmischen Strahlungsteilchen? Die ja mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Die sind ja, egal wo sie entstehen, nach spätestens 100.000 Jahren aus der Milchstraße draußen. Und diese riesige Schwerkraft, die hier eigentlich vorhanden ist, die schafft es nicht, diese, diese mit Lichtgeschwindigkeit durch den Kosmos sausenden Partikel zu halten. Wenn etwas mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, nahezu, hat es so viel Energie, dass es das einfach durch die Schwerkraft nicht gehalten werden kann, das saust einfach raus. Aber merken Sie, dass da ein Problem drin steckt? Wir messen ja mit unseren Detektoren eine ganz schöne Anzahl von Teilchen, die hier ja runterprasseln. Wenn wir aber doch diese ganzen Teilchen innerhalb von 100.000 Jahren die ganze Galaxis verlassen, ja, dann muss es ja unglaubliche Mengen von Prozesse geben, die das Laufen wieder nachbuttern. Sonst würden wir hier gar nichts merken. Überlegen Sie einmal, vor einer Million Jahre wäre irgendwo mal ein Ausbruch gewesen, hätte diese Teilchen erzeugt, ja, die wären schon längst weg. Also muss laufend irgendwo ein Prozess sein oder müsste, konjunktiv, der die nachbuttert. Immer ganz, ja. Aber wenn wir ins Universum gucken, haben Sie schon mal eine Supernova explodieren sehen? Ich nicht. Die letzte sichtbare von Menschen gesehen war, glaube ich, vor 400 Jahren. Hm. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Wo sind denn diese Prozesse da in der Milchstraße, die das laufend äh, eigentlich erzeugen? Also, man hat ein kleines Problem. Ja. Eine Möglichkeit, die schon früh diskutiert war, war... Wurde, waren tatsächlich diese Supernova, diese explodierenden Sterne, die ja eben das Gas wirklich wahnsinnig beschleunigen und ob das nicht die Möglichkeit bietet, dass atomare Partikel halt eben auf Lichtgeschwindigkeit gebracht werden. Ja, das ist so. Aber wenn jetzt die Teilchen nach 100.000 Jahren schon wieder die Galaxie verlassen, dann muss um auf die Menge von gemessenen Teilchen zu kommen, hier auf dem, unserem Erdboden, hier auf der Erde. So und so viel Fluss pro Quadratmeter, wie viele tausend Teilchen dadurch kommen. Müsste in unserer Milchstraße, ich habe es nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich stündlich eine, eine Supernova explodieren. Tut es aber nicht. Irgendwas ist faul. Also Entweichzeit, Fragezeichen, 100.000 Jahre. Ja, das Problem ist, wir haben eine extrem hohe sogenannte Verlustrate. Wo sind denn da die Quellen? Und die Lösung? Ja, die können nicht so einfach da raus. Die sausen zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber irgendwie muss, unser, muss unsere Galaxie einen Speichermechanismus haben. Die sausen zwar mit Lichtgeschwindigkeit und können trotzdem nicht raus. Wie soll das gehen? Die Lösung sind Magnetfelder. Weil alles, was elektrisch geladen ist, hat ein Problem, wenn es quer zum Magnetfeld fliegen soll. Quer zum Magnetfeld wird abgelenkt. Längs ist okay, aber quer heißt, es wird auf eine Kreisbahn gezwungen. Und je nach Tempo ist dann diese, der Kringel ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Elektronen fliegen andersrum, weil sie negativ geladen sind, positive Zuruben. Ist aber egal. Magnetfelder sind in der Lage, elektrisch geladene Teilchen einzuschließen. Und das ist ja überhaupt die Möglichkeit, um bei den großen Teilchenbeschleuniger, bei Cern und so weiter, überhaupt die, Atom die Teilchen auf eine Kreisbahn zu zwingen. Das macht man mit wahnsinnig starken, supraleitenden Magneten. Zwingt man die in die Kurve, damit sie dann zum Schluss kollidieren können, diese Teilchen. Ja? Extreme Magnetfelder, um auf so kleine Bahnen zu kommen. Im Universum haben wir ein bisschen mehr Platz, so klein müssen die Kurven nicht bleiben, nicht sein. Trotzdem, ähm, ja, also man, das Magnet, man, die, die Galaxis muss ein Magnetfeld haben, um wer immer auch dran ist, ich bin nicht da. Hm. Ähm, okay, ja. Jetzt. Hier Magnetfeld, einfach so ein Strich, und homogen ist das ja natürlich nicht. Ne? Ein Magnetfeld, die Magnetfelder im Universum sind wahrscheinlich mal dichter, mal weniger dicht, selbst wiederum gekrümmt, wie auch immer, irgendwie, ja, das muss man auch rausbekommen. Und wenn also die, diese kosmischen Teilchen immer nur entlang von so Magneten laufen können, drumherum spiralen und immer nur eigentlich so entlang wandeln können, das Magnetfeld ist wieder total verwurstelt, wenn man so schön sagt. Dann kommen diese Teilchen, obwohl sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, einfach nicht wirklich voran. Die bleiben quasi in einem Volumen gefangen. Und das ist das Speichermöglichkeit, um relativistische Teilchen trotz nahezu Lichtgeschwindigkeit in der Galaxis zu speichern. Jetzt, wie will man ein Magnetfelder sichtbar machen? Haben Sie schon mal ein Magnetfeld gesehen? Höchstwahrscheinlich nicht. Niemals wird ein Mensch ein Magnetfeld sehen, weil das ja ein rein Mentales Konstrukt ist. Ja, wir reden davon, als ob wir wüssten, dass es das gibt, aber es ist ja einfach nur, wir messen ja nur die Effekte. Ja. Niemals wird man ein elektrisches Feld sehen, wir messen nur die Effekte. Äh, niemals wird man auch ein Gravitationsfeld sehen, sie messen ja nur die Effekte. Das sind alles nur theoretische Konstrukte. Also, was heißt nur? Ja, fruchtbare Magnet äh, theoretische Konstrukte. So, jetzt hier: Elektronen, habe ich ja gerade gezeigt, Elektronen sausen auch. Um das Magnetfeld herum. Und zwar viel effektiver, weil sie weniger, Elektronen sind ganz leichte Partikel, die kriegt man schneller um die Kurve rum. Deswegen rotieren diese Elektronen hier viel schneller als die großen Ionen. Und äh, das passiert überall im Universum, beispielsweise in entfernten Galaxien, spiralen die Elektronen auch um das dortige Magnetfeld. Und wenn eine Strahlung, und das ist jetzt genau das Problem in diesen Beschleunigern, wenn eine ein, ein Teilchen beschleunigt wird, auf eine Kreisbahn gezwungen wird, strahlt es ab, verliert also Energie. Das ist für die Teilchenbeschleuniger, kann sich vorstellen, ein erhebliches Problem. Man will es auf die Kreisbahn zwingen, man will die Teilchen beschleunigen, andererseits, weil, weil man es auf die Kreisbahn zwingt, verlieren sie Energie. Strahlen quasi ab. Hier macht man sich das zunutze. Elektronen, die es da draußen jede Menge gibt, Spiralen um das dort vorhandene Magnetfeld, strahlen ab, und die Strahlung, die da rauskommt, ist auch noch glücklicherweise eine Strahlung, die wir auf dem Erdboden hier wunderbar beobachten können mit Radioantennen. Das ist natürlich mal wieder schön von der Natur, dass wir brauchen einfach nur Radioantennen aufbauen und messen dann auch noch, wie diese Strahlung ankommt. Denn wenn man ein Magnetfeld hat, ich mache mal die Hände, ein Magnetfeld in die Richtung, dann laufen ja diese Elektronen, in den Kreis so kreisförmig um diese Magnetfelder rum. Aber wenn ein Elektron so um das Kreis rumläuft, kommt die Strahlung, die rauskommt, die hat auch nur diese Schwingungsrichtung. Nicht so. Aber wenn ich jetzt die Strahlung also angucke und messe auch noch, wie schwingt denn diese Strahlung, in welche Richtung, dann weiß ich, wie das Magnetfeld vorher war. Das heißt, das sind diese Pfeile, die hier eingetragen sind. Und sofort sieht man in dieser Galaxis m dieser Galaxie M51, wie das Magnetfeld hier sich schön entlang der Spiralarme anlegt und so weiter, ja? Das ist doch schön. Hier ist eine Galaxie, eine Galaxie NGC 891, die ist von der Seite zu sehen, zufälligerweise und da sieht man auch, wie das Magnetfeld hier so im Wesentlichen in der Ebene ist, na ja, und hier draußen tritt's raus. Also man kann die Magnetfelder und anderen Galaxien wunderbar beobachten und sieht, naja, es gibt Magnetfelder und die sind in der Lage, relativistische Teilchen, kosmische Strahlungspartikel zu speichern, wie man es technisch bei uns in den Beschleunigern löst. Ja, aber wie will man denn das Magnetfeld der eigenen Milchstraße messen, wo wir doch mittendrin stecken. Wir sind leider kein, nicht in der Lage, nach außen zu fliegen und mal von außen drauf zu gucken. Hier haben wir die Milchstraße. Das ist die Innenkante von dieser gigantischen Scheibe, in der wir drin stecken. Und äh, wenn man diese, das optische Bild hier mal diese schöne Aufnahme mal nimmt und jetzt mal so rumtut und andere Teleskope nimmt beziehungsweise äh, das Hubble Space Teleskop oder sowas nimmt, was außerhalb unseres äh, im Orbit ist und mal den ganzen Himmel aufträgt wie die Milchstraße zu sehen ist, dann kommt man auf so ein Bild. Das ist jetzt genau dieses Band. Einmal komplett der komplette Himmel, so aufgerollt, nennt man für die Spezialisten Mollweide-Projektion, Mollweide-Projektion, äh, deutscher Mathematiker, Mollweide. Sie kennen es vom Atlas, ab und zu mal sieht man die Erde auch so aufgerollt, die Kugel einfach in planer Darstellung. Ja, das ist das optische Bild und jetzt das magnetische Bild. Das ist natürlich wieder nicht das Magnetfeld, weil das Magnetfeld können Sie ja gar nicht sehen. Das ist jetzt auch mal, das gibt es in Radiostrahlung auch. Ich habe Ihnen jetzt mal ein anderes gesagt, einfach um zu zeigen, welche Tricks wir einfach heutzutage auf Lager haben. Wenn ich wir sage, meine ich immer die wissenschaftliche Community. Ja? Das Sternenlicht von allen möglichen Sternen, die da draußen zu uns leuchten, ist auch polarisiert. Warum? Wenn es abgestrahlt wird von dem Stern, dann schwingt das Licht in alle möglichen Richtungen. Aber unterwegs trifft es immer mal auf Staubpartikel. Und diese Staubpartikel sind wiederum länglich und rotieren und sind ein bisschen magnet oder elektrisch geladen. Und deswegen richten sich die Staubpartikel wiederum entlang der Magnetfeldlinien aus, was dazu führt, dass das Sternenlicht zum Schluss polarisiert wird. Also das ist eine verrückte Angelegenheit. Zum Schluss kann man an dem Sternenlicht einfach sehen, in der polarisierten Strahlung, ähm, wie hier die Magnetfeldlinien laufen. Und dann sieht man, aha, offenbar gibt es eine magnetische Struktur in der Hauptsache wieder entlang der Milchstraßenebene, so wie wir das uns vorstellen, entlang der Spiralarme. Das wäre jetzt mal so eine... Künstlerische Darstellung, wenn man von oben drauf gucken könnte, konjunktiv, können wir halt eben nicht, wir stecken mittendrin. Und Richtung Zentrum gibt es offenbar auch so Ausbuchtungen, also das Magnetfeld reicht weit in den sogenannten Halo hinein. Die Milchstraße ist eine Scheibengalaxie, aber eben halt nicht nur. Sie hat Ausprägungen nach oben und nach unten, also ringsum. Einerseits die dunkle Materie, von der ich heute nicht weiter rede, aber auch das Magnetfeld reicht weit in den äußeren Raum hinein, in den sogenannten Halo. Und deswegen spricht man auch vom magnetischen Halo. Wie stark ist denn eigentlich das Magnetfeld? Und in der Astronomie ist man so konservativ, man nutzt immer noch das, die Einheit Gauss. Da ist von Tesla keine Rede. Äh, können Sie aber auch umrechnen in Tesla heutzutage, in die moderne Einheit. Es sind sechs Mikrogauss, was soll das jetzt? Naja, das Erdmagnetfeld als Vergleich sind 0,5 Gauss, also 6 Mikro -Gaus, sind eigentlich 6 Millionstel Gauss. Das heißt, äh, der, das Magnetfeld der Milchstraße ist im Bereich von ein Hunderttausendstel oder sowas des Erdmagnetfeldes. Jetzt ist das Erdmagnetfeld jetzt nicht wirklich so stark. Also... Hm. Das galaktische Magnetfeld ist offenbar jetzt auch nicht wirklich so stark, also deutlich weniger. Trotzdem reicht es oder muss reichen, sonst haben wir ein Problem, um diese Teilchen zu speichern. Denn sonst würden wir alle viel zu schnell abhauen. Um nochmal die Inhomogenität in Nahe zu bringen. Inhomogen heißt total. Verwurstelt, wie man so schön sagt. Ne? nicht gleichmäßig. Wenn Sie diese Astrobilder immer angucken mit den interstellaren Wolken, dann sehen Sie ja immer alle möglichen Strukturen. Ja? Und genau dasselbe passiert auch mit, äh, dem, ähm, mit dem Magnetfeld. Das sind jetzt Ani Simulationen, echte numerische Rechnungen, um der Sache überhaupt mal theoretisch habhaft äh, zu werden. Das hier oben ist die Gasdichte, und dann sieht man schon, im Computer kriegt man das hin, solche interstellaren Wolken zu simulieren, die sie immer komplexer werden, immer mehr äh, strukturiert werden. Und das Magnetfeld macht da genauso mit. So, in diesem Gewirr von Magnetfeldlinien bewegt sich jetzt die kosmische Strahlung. Zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber das nutzt ihr nicht viel weil sie einfach permanent gestreut wird, so nennt man das, in diesem äh, total verwirbelten, turbulenten Magnetfeld, sodass sie eigentlich effektiv sich doch nicht so schnell ausbreiten kann. Mit anderen Worten, sie bleibt in der Milchstraße gespeichert. Kosmische Strahlung kann sich nur langsam ausbreiten, ist die Botschaft dieser Folie. Und zwar effektiv mit höchstens nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern höchstens mit 500 Kilometer pro Sekunde. Das ist jetzt durchaus noch schneller als ein Lamborghini auf der Autobahn schafft, selbst auf einer deutschen. 500 Kilometer pro Sekunde. Trotzdem, kosmisch gesehen, jetzt nicht mehr so allzu schnell. So, das ist jetzt hier mal dargestellt in dieser Animation, die hoffentlich läuft. Also, irgendwo explodiert eine Supernova. Die zu einer Beschleunigung von einem kosmischen Teilchen führt, das fliegt jetzt irgendwie durch die Gegend und kommt dann irgendwann bei uns an. Das Licht von der Supernova, das würde allerdings gradlinig zu uns kommen. Aber was heißt das eigentlich? Wir sehen zwar diese Supernova, in unserer Bildstraße, wie gesagt, nicht so, weil die alle mehr verdeckt sind, aber in anderen Galaxien durchaus. Und dann wäre es ja eigentlich schön, um die Theorie zu testen, aha, Supernova beschleunigt kosmische Teilchen, dann müssten ja die kosmischen Teilchen auch von der Richtung kommen. <laughs> nee, was ankommt, kommt von irgendwo her, weil es ja unterwegs, Gott weiß, worum gelaufen ist. Das heißt, in der kosmischen Strahlung steckt leider keine Information mehr über die Richtung, wo die herkommt weil die zwischendrin einfach irgendwo gelaufen sind. Irgendwo. Das habe ich hier mal so plakativ dargestellt. Die kosmische Strahlung kommt aus allen Richtungen und daraus lernen wir eigentlich nicht viel. Also keine direkte Information über die Herkunft. Gemessene kosmische Strahlung ist aus allen Richtungen. Nahezu gleich, es ist aktuelle Forschung. Vielleicht gibt es ja doch kleinste Unterschiede, um vielleicht irgendwas rauszubekommen. Und so sieht dann so ein äh, wissenschaftliches Diagramm aus. Hier unten sind die Energien aufgetragen, also wieder wenig Energie oder die ganz hochenergetischen. Und hier ist die sogenannte Dipolamplitude aufgetragen. Was soll das bedeuten? Wenn etwas komplett gleichmäßig ist um uns herum, dann sagt man, das ist isotrop. Die erste Abweichung, die es gibt, es könnte jetzt ganz komplizierte Abweichungen geben. Und die erste Abweichung ist ein sogenannter Dipol. Also quasi eine Richtung ist ausgezeichnet. Das wäre das jetzt hier unten. Das ist die erste Verkomplizierung eines Isotropen. Und so ein Dipol kann ja jetzt sehr stark sein oder wenig stark. Also fast isotrop oder so ein bisschen dipolhaft. Und das ist die Amplitude. Und da steht 10 hoch minus 3. Ein Tausendstel. Das heißt, die Messungen sagen, also, ein bisschen asymmetrisch ist es vielleicht, aber gerade so in einer Richtung, so ein Tausendstel Abweichung vom ganz gleichmäßig. Also eigentlich fast nichts. Es ist eigentlich gleichmäßig. Aber das ist aktuelle Forschung, insbesondere bei den höchstenergetischen, weil man eine Vorstellung hat, die kommen aus der Tiefe des Universums, von irgendwelchen schwarzen Löchern, JWD, und die werden ja nicht so wirklich abgelenkt, als im ganzen Universum gibt es so starke Magnetfelder nicht, die kommen vielleicht doch direkt zu uns und geben uns Informationen. So, jetzt hat man also dieses, äh, weiß, die einzelnen Teilchen laufen also auf Zickzackbahn, Gott weiß, wie das hier bleiben, gespeichert, trotzdem irgendwann fliegen sie auch raus. Irgendwann entweichen die ja trotzdem. Und anstatt 100.000 Jahre wie vorher, wenn sie einfach geradlinig raussausen, sagt die Theorie, sie würden einige 10 Millionen Jahre gespeichert bleiben. Vielleicht 20, vielleicht 30. So lange, wenn eine Supernova explodiert in unserer Milchstraße, so lange bleiben die Teilchen gefangen und dann verlieren, gehen sie doch irgendwann raus. In, in den intergalaktischen Raum. 20 oder 30 Millionen Jahre. Das ist jetzt eine Hausnummer. Das ist ziemlich lang. Das Problem ist nur, dieser physikalische Wert, den man hier ausrechnet, der passt jetzt wieder nicht zur Chemie. Was soll das bedeuten? Und jetzt komme ich genau zu diesem Diagramm, zu dieser Abweichung. Das ist ja immer so. Sie haben irgendeine Beobachtung in der ganzen Wissenschaft, immer. Und dann haben Sie eine Erklärung. Und die passt ganz wunderbar. Und wenn Sie nur diese eine Beobachtung haben, können Sie zehn verschiedene Theorien anwenden, die alle gut passen. Deswegen ist eine Beobachtung, keine. Sie brauchen komplementäre Beobachtungen. Und eine Hypothese muss dann möglichst alle abdecken, zumindest nicht grob in Widerspruch geraten. Das heißt, dieses Diffusionsmodell, dass die Teilchen gespeichert bleiben, sagt jetzt erstmal, 10, 20 Millionen bleiben die gespeichert und sagt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Wo ist jetzt noch das Problem? Ja, weil man jetzt diese Beobachtung hat mit der Chemie, nämlich, dass nämlich da viel zu viele Lithium, Beryllium und Bohratome auftreten, wo sollen die jetzt plötzlich herkommen? Die gibt es doch eigentlich da draußen in den Wolken gar nicht. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Und die kommen aus ganz bestimmten Prozessen. Und diese Prozesse, die man jetzt formuliert, die müssen mit den 10 oder 20 Millionen zusammenpassen, 10 oder 20 Millionen Jahre zusammenpassen. Sonst stimmt der Anteil wieder nicht, den man chemisch er er ermittelt. Ich mache es langsam. Warum ist erstmal in unserem Sonnensystem oder im ganzen Kosmos so wenig von diesem Zeug, von Lithium, Beryllium und Bohr? Im Inneren von Sternen werden ja durch Kernfusionsprozesse diese ganzen Elemente zusammengebacken. Und Lithium, Beryllium und Bohr, diese drei Stück zwischen Helium und Kohlenstoff, die haben ein energetisches Problem. Die kann man pernchemisch chemisch einfach nicht synthetisieren. Die sind energetisch ungünstig. Man braucht einen Prozess, das ist der sogenannte also Triple Alpha Prozess. Da werden die übersprungen und man macht sofort mit Kohlenstoff weiter. Das heißt, im Inneren von den Sternen wird eigentlich so gut wie gar kein Lithium, Beryllium und Bohr erzeugt. Und deswegen findet man das auch in der Milchstraße und in ganzen interstellaren Wolken nicht. Aber in der kosmischen Strahlung findet man es. Also muss es irgendwie einen Prozess geben außerhalb von Sternen, der Lithium, Beryllium und Bohr produziert. Wo es doch ein Problem in den Sternen gibt. Wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Ja, ganz einfach. Die schweren Elemente von dieser kosmischen Strahlung, die mit Lichtgeschwindigkeit, nahezu Lichtgeschwindigkeit des Universums ausen. Die sausen ja jetzt durch diese interstellaren Wolken hindurch. Und was machen die? Die machen ab und zu mal Kernreaktionen außerhalb von Sternen. Die treffen einfach auf Atome, die da so rumdümpeln, quasi im Weg stehen. Und dann gibt es eine Kernreaktion. Und zack, alle möglichen Bruchstücke, unter anderem auch Beryllium, Lithium und Bohr. Und auch Gammastrahlung. Ja, Lithium, Beryllium und Bohr sind sogenannte Sekundärteilchen, die gerade dadurch entstehen, dass diese anderen Atome, die vorhanden sind, kohlenstoffschwere äh, Elemente, mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum sausen, durch die anderen Wolken durch, auftreffen, eine Kernreaktion machen, und dann bleiben diese Bruchstücke Beryllium, Lithium und Bohr übrig und reichern sich an. Deswegen darf man sich nicht wundern, dass es in der kosmischen Strahlung, von denen jede Menge gibt, im normalen Substrat aber nicht. Passt wunderbar, super. Die Kernchemie und die, die Kollegen und Kolleginnen aus der Kernchemie äh, sind nicht im Widerspruch mit ihren Theorien, mit dem, was man in der Astrophysik hier findet. Ganz toll. Sogenannte Sekundärteilchen. Ach so, hier unten schreibe ich hin, diese Prozesse produzieren Gammastrahlung. Ja, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn das also wirklich so ist, wieder eine Hypothese, dann müsste doch aus den interstellaren Wolken die man da draußen beobachtet, die man mit optischen Teleskopen beobachtet, die man mit Radioteleskopen beobachtet, dann müsste doch Gammastrahlung rauskommen von diesen Prozessen, wenn das stimmt. Wenn die kosmische relativistische Strahlung da oben und da unten natürlich auch, ne, Kernreaktionen macht im freien Raum, dann müsste es Gamma produzieren, Gammastrahlung produzieren. Also Gammastrahlensatellit bauen, in Weltraum schicken und Gammastrahlen beobachten. Und siehe da, aus der Milchstraße kommt jede Menge Gammastrahlung. Und genau da, wo die Wolken sind. Das also immer da, wo Gaswolken sind, kommt auch Gammastrahlung raus. Diese Gaswolken sind eiskalt. Da würde freiwillig keine Gammastrahlung rauskommen. Die muss da entstehen durch irgendwas Heftiges, nämlich genau durch diese Kernreaktion. Das heißt, mit dem fermi gamma space teleskop kann man hier wunderbar diese Beobachtungen machen. Und die Menge, die hier an Gamma-Strahlung rauskommt, passt auch ganz wieder wunderbar zu dem anderen Modell. Wieder eine Beobachtung. Komplementär. Es muss alles immer zusammenpassen. So, also, das ist hier diese... Auffüllung gibt von diesem Tal, was normalerweise in, da hinten in der Wolke vorhanden ist. Jetzt in der kosmischen Strahlung, denn diese Berylliumteilchen, die hier entstehen, die sind selbst wieder relativistisch. Ne? Die dümpeln hier nicht rum, die hauen, die geht's weiter mit Lichtgeschwindigkeit. Die findet man jetzt in der kosmischen Strahlung also auch. Genauso das Tal hier hinten wird aufgefüllt, wo nämlich die Eisenpartikel das Gleiche machen und deswegen die Bruchstücke, die etwas kleiner sind, füllt dieses Tal hier auf. Das heißt, dass die zwei Täler aufgefüllt sind, Kommt genau durch diese Prozesse hier hinten. So, und jetzt ja, hat man ein Problem. Ein Problem durch die Lösung vom anderen und dann hat man wieder eins. Jetzt kann man ja mal vergleichen, ja, wie viel ist denn jetzt mehr da als da unten? Wie viel Materie muss ich denn durchsetzen, muss ich denn durchschießen, damit genau dieser Anteil von zusätzlichem Beryllium, Lithium und Bohr rauskommt? Wenn ich zu viel Materie durchhaue, kommt da ja viel zu viel raus. Mache ich zu wenig, kommt zu wenig raus. Das also heißt, man kann jetzt ausrechnen, anhand des Unterschieds zwischen hier oben und da unten, wie viel Materie diese kosmische Strahlung durchsetzt haben kann. Sie muss, damit das, damit das Diagramm hier oben stimmt, etwa pro Quadratzentimeter, als ob Sie mal so einen Quadratzentimeter nehmen, durch die Milchstraße so durchstechen und überlegen, da fliegt ein kosmische Strahlungsteilchen durch, da müssten gerade 10 Gramm aufgesammelt worden sein, entlang von so einem Quadratmeter, entlang des Wegs. Nur dann erzeugen sie genau die Menge, die notwendig ist, um das Diagramm zu erzeugen. 10 Gramm pro Quadratzentimeter. Jetzt ist aber da hinten die mittlere Dichte in der Milchstraße ist pro, pro Kubikzentimeter ein Teilchen. Ein Teilchen. Das heißt, Sie müssen jetzt da durchschießen. Pro Kubikzentimeter haben Sie ein Teilchen. Wie hoch ist die Trefferwahrscheinlichkeit? Wann erreichen Sie, dass genau 10 Gramm Materie durchschossen wurden? Diese ganze Logik muss man jetzt zusammenbringen. Und dann ist die Frage: Und wie lange dauert das, bis diese 10 Gramm? pro Quadratzentimeter durchschossen sind. Jo, no. und da kommt raus, ähm, das dauert höchstens zwei, drei Millionen Jahre. Ja, mehr dauert das nicht. Jetzt habe ich aber gesagt, die Physik behauptet, diese Teilchen als Lösung von dem ersten Problem, dass sie viel zu schnell rauskommen, hat mir ja das verwurzelte Turbulente Magnetfeld. eureka Wir können die Teilchen speichern. Jetzt stellt sich, jetzt stellt sich raus, die sind so lange da drin gespeichert, dass sie eigentlich 10, 20, 20 30 Millionen äh, Jahre da drin bleiben. Jetzt stellt sich raus, das ist viel zu lange, denn die würden viel zu viel Lithium, Beryllium und Bohr produzieren. In 20 Millionen oder 30 Millionen Jahre. Viel zu, die sind viel zu lang gespeichert. Denn sie dürfen höchstens 10 Gramm pro Quadratzentimeter erzeugt haben, sonst stimmt das Diagramm hier nicht, sonst stimmt die Chemie nicht. Wir müssen es also schaffen, die Teilchen 20 oder wie viele Millionen Jahre zu speichern, aber sie sollen die Materie nicht durchdringen. Äh, wie soll denn das jetzt gehen? Sie sollen in der Galaxis gespeichert sein, ganz lange, sollen mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, aber sollen nicht so viel Materie durchdringen. Ja, Physik ist anstrengend. Ja, wo ist die Lösung? Schauen wir uns doch nochmal die Magnetfelder von solchen Galaxien an. Jetzt von der anderen. NGC irgendwas. Da sieht man, wie das Magnetfeld ja in diesen Halo da oben reingeht. Extrem. Und bei unserem eigenen Milchstraße ist es genauso. Und die Lösung ist einfach. Die kosmischen Strahlungsteilchen halten sich die allerlängste Zeit da oben auf, wo fast keine Materie ist. Ab und zu mal hauen sie durch die Milchstraße durch, produzieren Lithium, Beryllium und Bor. Und dann sind sie wieder lange Zeit im Halo. Und siehe da, es löst sich in Wohlgefallen auf. Die Teilchen sind 20 Millionen Jahre gespeichert. In der Milchstraße, zu der ja nicht nur die Scheibe gehört, sondern der ganze Klumpen. Sie halten sich im Wesentlichen außen auf hauen immer mal rein, treffen auch ab und zu mal die Erde und unseren Detektor, toll. Ja. Ähm, also die Entweichzeit ist 20 Millionen Jahre. Schön, weil sie sich eigentlich im Wesentlichen da oben und da unten aufhalten. Und nur ab und zu mal durch die Milchstraße durchgehen. Die Botschaft von solchen Vorträgen ist ja gar nicht, dass sie diese Details sich merken. Worauf kommt es an? Was ist eigentlich die Metabotschaft? Ich habe es schon mal gesagt. Dass eine Beobachtung keine ist. Merken Sie, dass immer ganz wichtig ist, komplementäre Beobachtungen zu haben, die alle ihre Unsicherheiten haben. So entsteht einfach Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft. Ja? es ist mir im Anliegen immer, das wieder zu betonen, dass wenn jetzt eine neue Messung kommt, irgendwie und die ist vielleicht im Widerspruch zu was anderem. Das ist nicht schade, dass sie im Widerspruch ist, sondern sie verdichtet eher noch das ganze Modell. Also, Journalisten haben natürlich immer das, äh, was dran, einen ein Widerspruch einer neuen Messung so zu formulieren, als ja, die wissen ja eh nicht Bescheid. Das ist ja Quatsch. Als Wissenschaftler freut man sich, wenn eine komplementäre Beobachtung kommt, die erstmal so ein bisschen wieder an dem gesamten dem Modell nagt, weil es dann einfach. Entweder komplett über den Haufen geworfen werden muss. So what? Tschüss, Beerdigung erster Klasse. Was also? Oder aber sie führt dazu, dass man noch kompakter wird mit seinen, mit seiner, mit seiner Hypothese. So, also das war jetzt, das war jetzt der kleine philosophische Ausblick hier noch. Was heißt eigentlich Entweichzeit? 20 Millionen Jahre. Das heißt aber doch, die ganze Milchstraße verliert also dennoch Energie. Zwar jetzt auf 20 Millionen Jahre bezogen, aber in diesen 20 Millionen Jahren wäre quasi die Galaxis leer gelaufen mit kosmischer Strahlung. Also innerhalb dieser Zeit muss schon immer mal wieder was nachgebuttert werden. Das braucht schon irgendwie Beschleunigungsprozesse. Ja? Hätte ja sein können, unser schwarzes Loch im Zentrum produziert alle 500 Millionen Jahre mal einen Rülpser. Der reicht aus, um kosmische Strahlung zu produzieren. Die ist auch wiederum hunderte von Millionen Jahren gespeichert und alles ist gut. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? aber so ist es offenbar nicht. Sondern die kosmische Strahlung entweicht uns nach gerade mal schlappen 20 Millionen Jahren, und dann braucht es irgendwas, um die wieder aufzufüllen. Also es gibt einen stetigen Energieverlust, und die muss aufgefüllt werden. Und das sollte ja wohl mit den Supernova passieren. Also das sind ja wirklich energetische Prozesse vom Feinsten. Und tatsächlich ist es so, in der Milchstraße, weiß man nicht aus unserer eigenen, aber man sieht es von anderen Galaxien, dass pro Jahrhundert ungefähr drei Supernova in so eine Galaxie hochgehen. Warum sehen die wir bei uns eigentlich nicht? Tja, weil wir in unserem Sonnensystem ziemlich in der Mitte von dieser Scheibe sind und in der Mitte von der Scheibe ist der Staub einfach zu dicht und wir kriegen das einfach nicht mit. Bringen Sie nicht mit. Ist leider so. Pech. So, also etwa drei Supernova pro Jahrhundert. Und, ich rechne es Ihnen jetzt nicht vor, es reicht. Von der Gesamtenergie her. Die Gesamtenergie, drei Supernova pro 100 Jahre, reicht, um von der Gesamtenergie her den stetigen Energieverlust wenn man sagt, so ein Prozent der Energie von diesen Supernova geht in die kosmische Strahlung, der Rest geht in Form von Röntgenstrahlung, alles Mögliche raus, ja? Neutrinoverluste und diese ganzen Sachen. Ein Prozent der Energie von seiner Supernova geht in die kosmische Strahlung rein, dann reicht das. Also, das ist safe, ist gut, gute Botschaft. Jo, und jetzt aber, ja, es tut mir leid, es ist so. Gesamtenergieüberlegungen. Zu was führt das nämlich? Das ist genau die Diskussion, die Sie bei so Klimaleugnern da haben. Also nicht, dass es Klima nicht gibt, sondern dass es sich verändert. Da kommen dann so, so Bierdeckelrechnungen raus, wo mit dem Energiesatz rumhantiert wird, um dann zu zeigen, das sei alles Käse. Ja. So grobe Energieabschätzungen, die haben schon ab und zu mal ihre Berechtigung. Aber der Teufel liegt im Detail. Im Detail liegt er. Das ist das Verrückte. Ja. Gesamtstrahlungsbilanzen haben da überhaupt kein, okay, was rede ich mich her, okay. Also, denn bis zu welcher Energie, Einzelenergie kann denn eigentlich so eine kosmische, so eine Supernova beschleunigen? Ist die denn überhaupt so eine Einzelsupernova, nicht von ihrer Gesamtenergie her, in der Lage, so ein Einzelteil, so kosmische Strahlungspartikel überhaupt zu beschleunigen bis hier hinten hin? Teraelektronenvolt, Exoelektronenvolt, also ganz da hinten, ja? Peta-Elektronenvolt, dann kommt Exa-Elektronenvolt. Also ganz hier hinten. Geht das so? So eine Welle? Das würde verlangen, dass die Teilchen komplett in Phase sind und permanent beschleunigt werden müssten. Das klappt meistens. Oder ja, also. Diese Stoßfronten hier vorne sind höchst turbulent. Von wegen da so ein Teilchen auf die Phase draufsetzen und dann wie so ein so so, so runterrutschen, das klappt nicht. Ähm, die Teilchen sind, die, die Magnetfelder sind höchst turbulent, das sind äh, Instabilitäten, das ist also Magnetohydrodynamik vom Feinsten. Übrigens die Rechnungen, die hier gemacht werden, ähm, wurden am Anfang genau von den Leuten gemacht, die die Wasserstoffbomben und andere Atombomben gerechnet haben, das ist exakt dieselben Gleichung. <laughs> Ja, das nur nebenbei. Ähm, ja, jetzt ist hier mal von dieser Galaxis, ich finde das Bild einfach sensationell, das ist eine Überlagerung von Radiobeobachtungen, Röntgenbeobachtungen, optischen eben äh, was noch. Super Bild, finde ich, ja. In, in, Supernova 1006. Die wurde auch mit, optisch mit, von den Chinesen, glaube ich, registriert als eine der letzten Supernova, die man hier mit bloßem Auge sehen konnte. Können Sie mal googeln im Netz? Dieses Bild finde ich einfach faszinierend. Und schaut man jetzt mit hier bei 1,4 Gigahertz wieder hin, diese polarisierte Radiostrahlung, dann sieht man wieder das Magnetfeld und kann da also auch wieder Strukturen erkennen, um dann zu sagen, also turbulente Magnetfelder, das muss irgendwie anders funktionieren. Und genau so ist es auch. Enrico Fermi, auch einer, der an der Atombombe rumgebastelt hat, also als Theoretiker, hat diesen Beschleunigungsmechanismus äh, entwickelt. der hat gesagt, wenn so eine Stoßfront hier durch äh, das Medium läuft, also quasi mit Überschall läuft hier diese Stoßwelle ins Norma in, das, in, die, in das andere umgebende Gas rein. dann ist hier vorne turbulente Magnetfelder und da hinten turbulente Magnetfelder. Und normalerweise wird man doch denken, sie haben es ja an diesem äh, Surfer gesehen, der ins Wasser gefallen ist, wenn die Welle total durcheinander ist, Besteht denn da eine Chance, irgendwas zu beschleunigen? Die geniale Idee ist hier, mach das Problem zur Lösung. Das Problem zur Lösung. Das ist, ist genial. Weil es turbulent ist, kommt es zur Beschleunigung. Das ist irre. Das ist irre. Also, man hat Teilchen, die hier hinten ups, äh, gestreut werden quasi in diesem Volumen eigentlich gefangen sind, weil es ja total verwurschtelte Magnetfelder sind, aber das führt genau dazu, dass immer mal ein Teilchen nach vorne gestreut wird. Dann ist das hier drin, bleibt in diesem Volumen, Also Entschuldigung, wir gehen mal andersrum. Ein, ein Teilchen, was hier vorne ist, wird hier reingestreut, ich fange mal so rum an, wird hier reingestreut, aber wenn es hier reingestreut wird, der Streuprozess, verliert keine Energie. Aber was sieht denn so ein Teilchen, was plötzlich sich in einem Volumen befindet, was mit Überschall auf einen zukommt? Das kriegt einer auf die Latte. Sozusagen, ja? Das heißt, es kriegt einen Impuls. Jetzt bleibt es hier drin, aber mit höherer Geschwindigkeit wird satzbar wieder zurückgestreut, dann ist es in dem vorderen Volumen, verliert dabei ein bisschen Energie, aber nicht so viel, wie es beim nächsten Streuprozess wieder zurück wieder einen abkriegt. Das heißt, die Teilchen bleiben hier immer hin und her, immer hin und her. Und bei jedem Übertritt über diese Grenze gibt es einen Impuls. Und dadurch kommt man zu wahnsinnigen Energien. Das nennt man diffuse stochastische Beschleunigung. Fermi-Beschleunigung erster Art. Das ist in dieser Animation hier mal so ein bisschen dargestellt. Also die Teilchen sind hier gefangen in diesem Grenzvolumen. Sie gehen immer mal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und irgendwann haben sie ein Tempo sind Sie so schnell, dass Sie von dem eigenen Magnetfeld nicht mehr gehalten werden können und dann hausen Sie ab. Dann sausen Sie raus. Ja? So. Das klingt gut. Aber die Frage ist halt, und wie weit kann ich damit kommen? <laughs> Jetzt weiß man ja, wie viel Übertritte, äh, wie viel Energie man da jeweils gewinnen kann. Wenn diese Supernova mit ihrer Welle Hunderttausende von Jahren so vor sich hin explodieren würde, dann hätten wir genügend Zeit, um immer noch mehr Energie zu gewinnen. Das wäre so eine Möglichkeit. Das fällt schon mal weg, weil so eine Supernova äh, irgendwann mal auch sich ausläuft und nicht mehr so überschall ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Teilchen, ich habe es ja eben gerade gesagt in der Animation, zu schnell werden, dann kann das eigene Magnetfeld sie nicht mehr halten und dann fliegen sie raus. Das heißt Irgendwann ist eine natürliche Begrenzung. Und die Begrenzung ist hier. Und das ist bitter. Man sieht da hinten übrigens erst nochmal das Spektrum. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Darstellung, deswegen ist mit E-Quadrat nochmal mal genommen, das ist so ein mathematischer Trick, um solche Strukturen in so einem Spektrum deutlicher zu machen, dass es nämlich hier irgendwo so abknickt und dann komischerweise wieder wie so ein bisschen weniger abknickt und dann geht es ganz im Keller hier runter. Im Unterschied zu dem ersten Diagramm, was ich Ihnen zeigte, sieht man einfach, wie man mit so mathematischen Darstellungen immer noch mal ein bisschen was rausholen kann. Aber wie gesagt, die Botschaft hier, bis hierhin, und das schon mit den Augen der Liebe, dann ist Schluss. 10 hoch 15 e -Volt. Ende Banane. Tja, und die allerinteressantesten hier oben, die ähm, Fragezeichen. Die hochenergetischen, Kos High Energy Cosmic Rays, oder sogar ab ähm, 10 hoch 18 Uh, Ultra-high energetic, energetic cosmic rays, von denen ist, weiß man so gut wie gar nichts. Also so aktuelle Forschung immer noch seit, seit seit man das entdeckt hat. Aber hier hat man schon ein Problem. Ja, das die Sache ist. Ähm, erste Frage sind die eigentlich in die Quellen, also egal wie es ist. Egal, was man sich ausdenken könnte, könnte in der Milchstraße. Irgendwelche Hypernova oder was weiß ich was. Also ist es überhaupt möglich, eine Quelle innerhalb der Milchstraße sich auszudenken oder ist man gezwungen zu sagen, Leute, die müssen von außerhalb kommen. Irgendwoher. Denn wenn die Teilchen nur schnell genug sind, dann ist bei dem Magnetfeld was die, maximal, was die Galaxis produzieren kann sind einfach die Spiralen, die da so entstehen würden, in dem, Magnet, in dem Magnetfeld der Milchstraße. So groß, dass die Spiralen größer sind als die Milchstraße. Mit anderen Worten, die Milchstraße kann diese Teilchen nicht halten. Die können nicht mehr gespeichert werden. Ab einer bestimmten Energie ist Schluss. Also selbst wenn man einen Prozess hätte in der Milchstraße, der so wahnsinnig die ultrahochenergetischen Teilchen produzieren würde, die würden mehr oder weniger direkt rausfliegen. Die sind nicht zu halten. Jetzt werden die aber zwar selten, aber sie werden ja gemessen mit einer nennenswerten Amplitude. Aber in der Milchstraße hat man noch nicht irgendwelche Sachen entdeckt, die jetzt hier so enorm energiereich sind. Also mit anderen Worten, das Zeug kann eigentlich nur von außerhalb kommen, von ähm, anderen noch energiereicheren Prozessen des Universums. Hypernovae können es noch in unserer Milchstraße geben, ja, also noch stärkere Supernovae. Verschmelzende Neutronensterne wäre eine Möglichkeit. Gibt es auch in unserer Milchstraße, hat man bisher noch nicht beobachtet. Ähm, äh, jetzt habe glaub ich, glaube ich, falsch, was Falsches gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall, das wäre so eine Möglichkeit. Da weiß man, dass die auch Gammastrahlenblitze erzeugen. Wäre also ein Top-Kandidat. Oder halt eben diese supermassiven schwarzen Löcher. Mit einer Million, einer Milliarde sogar Sonnenmassengewicht im Zentrum von ganzen Galaxien, die also total energiereiche Prozesse bilden. Ähm, beispielsweise sieht das so aus. Das ist hier die Radiogalaxie Hercules A. Das ist die Galaxis mit ihrem schwarzen Loch. Und da haut solche Jets ins Universum. Da sieht man schon, oh, da ist ein Wumms, also ein Doppelwumms eigentlich, äh, dahinter. Das sind ja zwei Dinger, ne? Doppelwurms. So sieht er kosmisch aus. Und da könnte man sich vorstellen, ja, aber ehrlich gesagt, also wer Astrophysik studiert, der darf sich gerne mit Magnetohydrodynamik befassen, um dann rauszubekommen, sind denn solche Jets und solche Schockfronten von den Biestern hier in der Lage, bis auf diese Energien zu kommen? Bislang pff, hat man es noch keine Idee. Der Fermi-Prozess tut's da auch nicht so recht. Also, da ist echt Luft nach oben noch. Wir wissen es nicht. Das ist aktuelle Forschung. Also diese Quellen, diese ultrahochenergetischen kosmischen Strahlung mit höher als 10 hoch 18 eV Wie gesagt, das wird mit EEV abgekürzt. Exa-Elektronenvolt. Sie kennen ja Gigabyte, ne? Terabyte. Das nächste sind da die Petabyte. Und dann kommen die Exabytes. Das ist noch immer der Faktor 1000 mehr. Ne? Da sind wir jetzt in Elektronenvolt. Ähm, ja. Keine Ahnung. Wenn solche Teilchen überhaupt, also nicht nur die hochenergetischen, auch die anderen eigentlich schon, auf die Atmosphäre treffen, dann kommen die gar nicht bis unten an. Weil wir ja in einem Superraum, auf einem Superraumschiff leben, nämlich wir haben eine schöne Atmosphäre, eine dichte Atmosphäre und alle diese kosmischen Strahlungsteilchen, auch die schwachenergetischen, kommen gar nicht bis runter. Deswegen kann man die höchstens direkt mit Satelliten messen oder mit Hochballons oder vom Boden aus, indem man ihre Spaltprodukte misst. Denn die hauen auf die Luftmoleküle und zerlegen sich in Millionen, Milliarden anderer Teilchen. Und die können unten gemessen werden. Und zwar beispielsweise mit solchen Wassertanks. Denn die gehen wieder durch die Wassertanks durch. Also durch den Beton durch. Durch das Wasser durch hochreines Wasser. Und zwar mit scheinbar Überlichtgeschwindigkeit, denn im Wasser ist die Lichtgeschwindigkeit ein bisschen geringer, die Teilchen sind aber noch wie früher, ganz schnell, das heißt, sie gehen durch das Wasser durch mit scheinbar Überlichtgeschwindigkeit, erzeugen einen Lichtblitz damit und den kann man messen. Und jetzt sehen Sie schon, wo ist das? Das ist Argentinien, das ist die Pampa, da steht, auf 3600 Quadratkilometer stehen solche Wassertanks verteilt und siehe da, so ein Teilchen misst man, indem man einfach auf tausenden von Quadratkilometern diesen Schauer misst, und dann rückrechnet, wo kommt er her, wie viel Energie hatte der und so weiter. Und dadurch kommt man überhaupt auf diese Messungen und kommt drauf, dass pro Quadratkilometer in 100 Jahren ein Teilchen ankommt, weil man einen Detektor hat, der ist 3600 Quadratkilometer groß. Man muss nicht jeden Meter abdecken. Es reicht, wenn man einfach ein paar, also Hunderte von den Tanks hat, um dann mit statistischen Rechnungen das einfach alles auszurechnen. Wenn so ein Ding von hier oben runterhaut, gibt es, wie gesagt, diesen Luftschauer. Und das ist eigentlich nur so eine Front, die ist gerade mal einen Meter dick vielleicht. Das heißt, hier vorne kommt das eher an als da hinten. Und da das mit hoch aufgelösten Zeitmarken versehen wird, weiß man also, aha, aus welcher Richtung kam denn das? Weil hier vorne kommt es ja früher an als da hinten. Man kann also genau messen, wie schräg kam denn das da jetzt so rein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teleskop. Obwohl es eigentlich eine flache, nur die flache Pampa ausfüllt, kann man damit auch Richtungen messen. Und da stellen die fest, hier mit diesem, ähm, das ist hier der Pierre Auger Observatory in Argentinien, wie gesagt, stellen die diese Verteilung am Himmel wieder fest, dass nämlich die allerhöchst energetischen doch nicht ganz gleichmäßig kommen, sondern so bisschen, bisschen, bisschen mit 6,5% Prozent Amplitude aus einer Richtung zu kommen scheinen. Das Dumme ist nur, in der Richtung steht nichts, was irgendwie irgendwas reißen würde. In der Nähe, ihr könnt noch ruhig da bleiben, ich bin gleich fertig. <laughs> okay, alles klar. In dieser Nähe hier ähm, ist ein anderer Punkt, weil nämlich die gesamte Galaxienverteilung, man hat mal die Mühe sich gemacht, äh, alle Galaxien, die, die man von uns aus sieht, zu kartieren so ein bestimmter Katalog und merkt, so also ganz gleichmäßig sind die nicht. In einer Richtung stehen scheinbar ein bisschen mehr Galaxien als in der anderen Richtung, weil so ganz gleichmäßig ist die Verteilung im Universum ja auch nicht. Von uns aus gesehen, wie gesagt, befinden wir uns so ein bisschen asymmetrisch in der Nähe von so einer leichten Verdichtung. Und wenn diese hochenergetischen Teilchen aus Galaxien kommen, wo immer, wie immer das auch funktioniert, dann sollten sie ja vor allem daher kommen, wo viele Galaxien stehen. So, Egal, ob man es verstanden hat, warum die produziert werden. Wo viele Galaxien sind, müsste mehr herkommen. Äh, mit den Augen der Liebe würde man den Punkt hier, wo also die allermeisten in der Richtung stehen, wie gesagt, ist die Verdichtung der Galaxien, auch nur minimal erhöht. Hier unten kommen die her. Das wird wieder rumdiskutiert, mit so Pfeilen wird ja argumentiert. Naja, man kriegt es irgendwie hin. Ja. Wieder so eine Messung, eine Idee, die ist nicht viel wert. Ich sage mal so. Nicht belastbar, sagen wir mal so. Also das ist das vorderste Front, der, äh, wenn ich die Paper dazu, das sind die alle vom letzten Monaten auch teilweise, äh, letzten Jahre sowieso, das ist alles vorderste Front. Und jetzt, was ist eigentlich mit denen hier hinten? Die aller, alle, alle alle energiereichsten, die heißen EECR, Extreme Energetic Cosmic Rays, die sind hier noch jenseits von 5 mal 10 hoch 19 Elektronenvolt, äh, die dürfte es gar nicht geben. Die, die dürfte es so gar nicht geben. Oder vielleicht doch. Das ist wieder vorder-, also noch vorderster vorderste Front der Forschung. <laughs> noch nochmal gesteigert. Ähm, warum? Ich will jetzt nicht nochmal ein Riesenfass aufmachen, aber eins nur: Der gesamte Weltraum, wo keine Galaxien stehen, da ist ja irgendwie nicht ganz leer oder sowas, und, und da sind ein paar Atome, das ist klar. Aber es kommt einfach, der gesamte, das gesamte Universum ist noch erfüllt von einer Strahlung, die kommt, man kann es so glatt sagen, eigentlich noch vom Urknall. Mikrowellenstrahlung. Die ist auch hier im Raum, die ist, die ist im ganzen Universum vorhanden. Mikrowelle. Langweilige Mikrowellenstrahlung. Die tut nicht viel, die grillt uns ein bisschen, aber nicht ganz nur schwach, merkt man kaum, ja, bei einigen doch, aber auf jeden Fall fast nicht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein kosmisches Strahlungspartikel mit einer Wahnsinnsenergie, also eigentlich Lichtgeschwindigkeit, und Sie fliegen durch, diese, durch dieses Licht hindurch. In Flugrichtung kommen Ihnen gewissermaßen diese Lichtteilchen ja entgegen. Und dann wird deren Wellenlänge gestaucht. Und das, was in unserem ruhenden System langweilige Mikrowellenstrahlung ist, ist plötzlich höchst energetische Gammastrahlung geworden. Das heißt, diese Partikel, diese höchstenergetischen, sausen das Universum und kriegen immer eins auf die zwölf. Und zwar so richtig, mit Gammastrahlung. Ja? Die sausen hier durch. Sausen hier durch. Und was hier hinten die kosmische Hintergrundstrahlung für uns Langweiler gleichmäßig im Universum verteilt ist, sieht jetzt plötzlich für so ein Teilchen total extrem asymmetrisch aus. Nämlich in Vorwärtsrichtung scheint Ihnen hier plötzlich Gammastrahlung entgegenzukommen. Weil ja das Teilchen selbst, wenn wir uns mal gedanklich quasi mit dem bewegen, von vorne die Wellenlänge alle gestaucht werden. Und es kommt Gammastrahlung auf ihn zu. Das kann eigentlich nur bedeuten, die Teilchen, die zerlegt es eigentlich über kurz oder lang, die kommen nicht weit. So ganz einfach ist es jetzt nicht. Es passiert, ein paar Schritte sind notwendig. Also das wäre so ein Teilchen, so ein kosmisches Strahlungsteilchen. Das wird durch diese Gammastrahlung angeregt. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Strahlt ein Pion ab, letzt effektiv, äh, geht verliert Energie, kriegt noch eins auf die Mütze, strahlt wieder ein Pion ab und so weiter. Und irgendwann erlarmt es, oder mit anderen Worten, das Proton ist kein kosmisches Strahlungsteilchen mehr. Es hat seine Energie verloren. Was bedeutet das? Diese höchstenergetischen Partikel, die wir hier auf unserem Erdboden beobachten, also natürlich als Schauerexperiment, die können nicht von Milliarden Lichtjahre Entfernung kommen. Das würden die aber nicht überleben. Das schaffen die nicht. Die können nur aus einem relativ begrenzten. Ziemlich großen Volumen kommen, aber nicht von, vom Urknall oder sowas. Da wäre nicht schon längst zerlegt. Also das kann es nicht sein. Die können, das ist jetzt hier mal die kosmische Umgebung, sie werden nichts lesen können, einfach weil das zu viel ist. Wir sind hier mit unserer Milchstraße und unserem ganzen Galaxienhaufen. Hier sind noch ein paar Galaxienhaufen drumherum. Also in so einem Volumen, ungefähr 150 Millionen Lichtjahre. Volumen. Also Radius von der Entfernung höchstens von 150 Millionen Lichtjahre. Da sind ein paar Galaxienhaufen drin. Ja, äh, der Virgo-Haufen mit seiner Monstergalaxie, die auch so einen schönen Jet produziert. Aber so richtig den Knaller, also sowas ganz Exotisches, ist in dem Volumen nicht. Das nennt man den Krisen zazetkin kurzmin limit Haben zwei Russen und Amerikaner schon vor Jahrzehnten ausgerechnet. Gemessen wird er heute. Und äh, also die Teilchen, die dürft es eigentlich nicht geben. In dem Volumen findet man nichts wirklich so extrem Exotisches. Wie gesagt, Physik studieren, Astrophysik und sich freuen. Ein paar gute Ideen entwickeln. Das ist meine Abschlussfolie. Der gesamte Vortrag hier in einer. Wir sind auf diesem schönen Planeten. Wir empfangen kosmische Strahlung aus allen Richtungen. Haben keine Richtungsinformation, Könnte also irgendwo aus unserer Nachbarschaft kommen. Okay, wir messen die mit dem Spektrum. Also wenig energetische ganz viele und ganz hochenergetische ganz wenige. Wir messen auch noch ihre chemische Verteilung und stellen verwundert fest, dass es Beryllium, Lithium und Bohr viel mehr gibt. Als wir eigentlich normalerweise erwarten dürfte. Wir haben aber eine Idee. Die Idee ist, dass die kosmische Strahlung unterwegs uns dieses Lithium, Beryllium und Bohr produziert. Und deswegen die Galaxis damit, und also die kosmische Strahlung damit angereichert wird. Wir können das gut erklären. Das Ganze äh, mit dem turbulenten Magnetfeld, was wir mit anderen Gründen wissen, dass es das gibt, man sieht es ja hier hinten im Hintergrund, führt dazu, dass wir äh, wissen, die meisten Teilchen finden sich, befinden sich eigentlich im Wesentlichen immer im Halo, die längste Zeit, meine ich. Dann durchqueren sie immer mal ab und zu mal die Milchstraßenebene, treffen auch auf unseren Detektor natürlich, klar. Äh, und das führt insgesamt zu einer Verlustrate. Innerhalb von 20 Millionen Jahren wäre eigentlich die Galaxie leer gelaufen von kosmischen Strahlungsteilchen, wenn es nicht Nachgebuttere gäbe, in Form beispielsweise von. Supernova-Explosionen. Unser Problem ist, dass Supernova-Explosionen alle Supernovas zusammen zwar genügend Energie produzieren würden, aber jede einzelne Supernova schafft es nicht, die allerhöchstenergetischen kosmischen Strahlungsteilchen zu produzieren. Die müssen also von außerhalb kommen. Von solchen Jets, das klappt für die ultrahochenergetischen noch, aber für die extremenergetischen, Gibt es das Problem, dass die durch den kosmischen Hintergrundstrahlung durchlaufen und selbst sich eigentlich zerlegen? Das heißt, die dürften eigentlich nicht allzu weit herkommen und wir haben keine Idee, was da in unserer Nachbarschaft irgendwie passiert. Also, ja, so ist es. Und jetzt strecken Sie nochmal die Hand aus und spüren die Kraft des Universums. Danke. Ja, den, äh, den berechtigten großen Applaus, den hat das Mikrofon nicht erfasst. Ein super toller Vortrag, ich bin äh, immer noch ganz geflasht. Ähm, krass, ja. Ein typischer Bruno Deiß Vortrag, also der transportiert so eine Klarheit, ja. Und man erkennt, wie Physik eigentlich funktioniert, dass man ein Problem hat, man erklärt es, es werden neue Probleme aufgetan, die dann doch wieder erklärt hat, es fügt sich irgendwie zusammen, aber es bleibt am Schluss immer äh, noch äh, ein, ein kleines Rätsel übrig. Ja, Bruno war nicht ganz lippensynchron, ein bisschen ruckelig, das lag äh, aber dort wahrscheinlich an der neuen Kamera. Ist, das Signal ist hier schon ruckelig und äh, nicht synchron angekommen. Und er hat natürlich auch ähm, etwas überzogen, aber das ist egal, weil das war wirklich ein, ein wunderbarer Vortrag. Ähm, ich sehe, der Chat ist auch des Lobes voll. Ähm, er wird es ja sehen. Was mir bleibt, ist Ihnen zu erzählen, was nächsten Freitag hier passiert. Ähm, ja, äh, This Good Old Boy is Living in a Bubble. Also Sie kennen vielleicht noch den alten Film ähm, Bubble Boy. Es geht um diesen Jungen, der äh, von Geburt an in einer Plastikbubble lebt, äh, aufgrund einer angeblichen Immunkrankheit, die aber äh, gar nicht gestimmt hat. Naja, kein guter Film, aber ganz nett anzusehen. Nächsten Freitag werden Sie erfahren, dass auch unser Sonnensystem in einer Bubble lebt, ja. <laughs> Und Markus Röllig wird Ihnen das äh, näher bringen, also freuen Sie sich da schon mal drauf. Wie immer, ähm, unser wunderbarer YouTube-Kanal mit, äh, äh, ja, geht auf 8000 äh, Abonnenten zu. L abonnieren Sie den Kanal, falls Sie es noch nicht getan haben. Liken Sie diesen Vortrag heute, damit wir Reichweite bekommen. Auf dem Kanal sind noch andere wunderbare Physik- und Astronomie-Videos, die Sie bitte auch äh, am besten liken und das Ganze weiterempfehlen. Ja. Und natürlich Unsere Homepage ist auch immer wieder ein Besuch wert. Da äh, werden Sie schöne Dinge erfahren, was wir noch so machen, außer diesen Freitagsvorträgen. Zum Beispiel äh, bieten wir auch Volkshochschulkurse an. Ähm, ja, der Volkshochschulkurs Einführung ins in die Astronomie, das Planetensystem, fängt nächsten Dienstag an. Ähm, Sie können sich noch anmelden, es sind noch Plätze frei. Das müssen Sie aber tun über die ähm, Volkshochschule selber. Also wir machen das zwar, und das passiert auch in unseren Räumen in der Robert-Meyer-Straße, aber Anbieter ist eigentlich die Volkshochschule Frankfurt. Äh, www.vas.frankfurt.de. Und wenn Sie gucken, ähm, es sind äh, noch wenige Plätze frei. Wenige Plätze sind noch da, also beeilen Sie sich. Äh, kostet ein bisschen Geld, äh, 72 Euro, äh, aber die lohnen sich. Aber wie gesagt, noch können Sie sich anmelden. Nächsten Dienstag geht das los. Nur noch wenige Plätze frei. Also am besten Sie melden sich sofort an. Ja, na los. Worauf warten Sie? Ja, also das ist eine schöne Sache, dieser Volkshochschulkurs. Ähm, damit Sie sowas nicht verpassen. Ähm, gibt es natürlich auch unseren Newsletter, den Sie über unsere Homepage abonnieren können, wo Sie eben sehr zeitnah unsere Vorträge, Seminare, Kurse äh, und was wir noch so anbieten eben erfahren. Fast ja in jede Woche gibt es äh, so einen Newsletter. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, den zu ähm, abonnieren. Und ähm, auch über unsere Homepage können Sie natürlich uns etwas spenden. Sehr unbürokratisch ähm, über PayPal oder Bankeinzug. Und die Krönung des Ganzen ist natürlich, wenn Sie Mitglied bei uns werden würden. Ja, wir haben ungefähr 2000 Mitglieder. Sie werden dann Mitglied einer der ältesten physikalischen Gesellschaften, die es in Deutschland gibt. Und es gibt seit 1824. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und das, was wir alles machen, das machen wir ja nur oder das können wir nur machen wegen den Mitgliedern, weil die das ermöglichen. Deswegen auch über unsere Homepage Mitglied werden. Sie können auch so eine Mitgliedschaft verschenken. Ja, ist also ein nettes äh, Geschenk für jemanden, der da äh, sich interessiert und hier gut reinpassen würde. Deswegen überlegen Sie sich, werden Sie Mitglied und wenn Sie es schon sind, vielleicht verschenken Sie. Vielleicht kennen Sie jemand, der auch gerne Mitglied würden, Wer Mitglied werden würde. Oh Gott, ein furchtbarer Satz. Gut, ja, das war es an dieser Stelle. Ähm, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ähm, bis nächsten Freitag, Metal Off und ein schönes Wochenende. Tschüss.